Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mr. Survival. Wir sind wieder am Start und wir haben in der letzten Folge, ja mehr oder weniger, noch nicht so richtig, aber so mehr oder weniger, ein neues Zuhause gefunden. Und zwar diese wunderschöne, warte. Hier, diese wunderschöne Villa, von der ich erfahren habe, dass die tatsächlich sehr viele von euch als Zuhause nutzen. Oder als Zuhause genutzt haben. Und unter anderem auch, ihr könnt mir es ja mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Hat Erik die auch schon als Zuhause benutzt? Ich bin mir aber da jetzt nicht so sicher. Ich meine, ich habe da mal was gehört. Aber ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, das ist komplett ironisch gemeint, weil so viele in die Kommentare geschrieben haben. Ja, ne? Also wisst ihr Bescheid. Aber das Haus ist wohl ziemlich nice. Das ist cool. Freut mich, dass wir hier eine geile Butze gefunden haben. Wir brauchen aber nichtsdestotrotz, ja, was zu essen. Das wäre eigentlich jetzt mal so das Wichtigste, so mehr oder weniger. Ich würde mal gerade ganz kurz gucken, wir richten uns hier gleich ein. Ich würde jetzt heute als ersten Move sozusagen mal gucken. Ich packe hier mal in den Schrank Munition rein. Den nehmen wir jetzt einfach erstmal als Munitionsschrank. Und dann würde ich gerne, da wir ja jetzt hier erstmal bleiben werden, als allererstes mache ich die Tür zu. Das muss ich mir unbedingt noch angewöhnen, immer schön Tür zu machen. Wir haben irgendwo... ach, warte mal, hier ist die Muni drin, die können wir gerade mal mit rausnehmen. Wir haben irgendwo so ein Zahnrad noch rumgammeln. Warte. Ah, hier ist es, guck mal. Dann können wir die... Warum mache ich das so rum? Egal. Dann können wir die nämlich... Hier mal die Muni rein. So. Wir können mal die Werkbank upgraden. Ist eigentlich ganz nice. Warte, dann haben wir das hier noch. Fishing Line. Ich würde mal das da reinpacken. Und die Munition packen wir hier noch mit rein. Können wir die stacken? Jo, perfekt. Und hier würde ich einfach mal Medizin erstmal reinsetzen. Ne, erstmal ganz grob irgendwie reinverteilt. Jetzt, wenn wir gerade hier die Möglichkeit haben. Können wir da die Medizin noch reinpacken? Die Painkillers, die Bandagen, das Duct Tape jetzt nicht unbedingt. Okay. So, pass auf, dann würde ich gerne... wo packen wir denn mal? Ich pack mal dahin in das Schränkchen. Packe ich mal so Crafting-Zeug rein. Ich würde da auch erstmal die Säge reinpacken. Wir brauchen die unterwegs nicht. Da haben wir das drin, da haben wir das drin. Warte, dann haben wir hier noch so ein bisschen Crafting-Zeug. Diese Matches lasse ich erstmal in dieser Kiste drin. Dann packe ich immer noch die Duct-Tapes mit rein. Und dann können wir mal ganz kurz hier bei der Workbench. Nee, können wir nicht. Okay. Oder können wir doch? Doch, können wir. Warte mal. Nehmen wir hin, Holzspritter. Okay, dann machen wir das später. Ich würde gerne jetzt, solange es noch hell ist, einigermaßen, würde ich mal ganz kurz losziehen und mal gucken, ob wir in der Hunting Area irgendwo vielleicht... Die Knarre brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Wir haben eh keine Waffen. Die Waffen packe ich hier nebendran. Okay. Wir packen da drüben die Munition rein und hier packen wir die Waffen rein. Wir haben nämlich einen Bow gefunden. Wo war der denn? Hier drinnen? Nee, hier war der, glaube ich, drinnen, ne? Nee, hä? Habe ich den schon hier rüber? Bin ich jetzt blöd? Wo war der hier? Ah, hier war der, genau. Dann nehmen wir den mal statt der Knarre. Und wir haben auch drei Pfeile. Das wird niemals im Leben reichen. Oh no. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht. Wie geht denn das? Muss ich das da reinpacken irgendwie? Nee, ne? Nee. Ach, geht vielleicht nicht jeder Pfeil mit jedem Bogen? Has moderate right and knocking range, works well with hunting arrow, didn't create noise that alert the target. Okay, das ist ein Hunting Arrow, aber wir können den nicht... Wir können den nicht switchen. Kann man irgendwo Munition reinpacken? Warte mal. Ah ja. Oh, brauchen wir so ein Dingens hier oder was? Brauchen wir erst so ein Kö oder müssen wir... Warte mal, können wir die Pfeile da unten reinpacken? Oh, können wir die gar nicht benutzen jetzt oder was? Oder bin ich wieder blöd? Weil ich kann das da unten nicht switchen, also es geht nicht. Wenn ich R drücke, geht's nicht. Müssen wir uns erst so ein Ding bauen, damit wir das... Wahrscheinlich, ne?
Was ist das? Basic Torch, Sleeping Bag, brauchen wir alles nicht. Okay, dann sollten wir uns vielleicht einen Speer machen. Mit einem Hartstick können wir das machen. Ich glaube, wir haben irgendwo noch einen Hartstick rumfliegen. Irgendwo hatten wir noch einen, das weiß ich. Ja, da ist er doch. Guck mal. So. Okay. Mal gucken. Mal gucken, ob wir... Ja, mach mal. Mal gucken, ob wir mit dem Speer irgendwas sammeln können oder jagen können. Ich bin sehr gespannt. Dann können wir den Bogen erstmal da unten raus machen. Warum geht das nicht? Muss ich den erst wegpacken? Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen, wo sind wir ungefähr? Hier. Wir sind hier. Oh, die Hunting Area ist da unten. Ach du Heilige, das ist ja mega weit. Da unten ist auch noch eine Hunting Area. Okay. Die Frage ist, ist das jetzt auch so eine gute Idee, da hinzugehen? Ich meine, guck mal auf den Tacho. Ist halt schon ein bisschen spät, ne? Auf der anderen Seite, wir brauchen halt wirklich was zu essen. Das ist wirklich das Problem. Eigentlich müssen wir da hin. Weil wir haben echt nichts zu essen. Jetzt ist natürlich das Problem, in der Hunting Area warten bestimmt nicht nur kleine Häschen auf uns. Würde ich jetzt mal tippen. In so einer Hunting Area läuft halt bestimmt auch gerne mal ein Bär rum oder so. Ich weiß, wir könnten uns jetzt mit Sicherheit irgendwie ein Auto craften oder so, aber es ist halt wirklich schon spät, ne? Aber ich weiß, dass wir Hunger kriegen werden. Scheiße. Okay, vielleicht sollten wir sollten vielleicht wirklich nicht jetzt noch losziehen. Ich glaube, das ist echt zu spät. Ich würde gerne mal hier ganz kurz den Dingens mitnehmen. Den Wasserkocher. Hier war ja sonst nichts mehr, ne? Wir könnten das Regal theoretisch mitnehmen. Die Rex können wir noch mitnehmen. Das sind die Rex, ne? Gut. Lass uns mal das Ding hier mitnehmen. Den Water Purifier. Den können wir nämlich gut gebrauchen drüben. Ich habe den jetzt offscreen nicht rübergetragen, weil wir machen das in-game. Es hatten viele gesagt, ah, Tobi, mach mal nicht offscreen, mach mal in-game. Okay, machen wir in-game. Machen wir. Gar kein Problem. Habt ihr auch recht, ne? Ich meine, klar. Es ist ein Let's Play und da sollte man solche Sachen dann halt auch in-game machen. Gehört dann einfach dazu, dass man halt umzieht. Ich weiß, ich könnte mir jetzt ein Auto craften und ich weiß, es gibt so viele Leute in den Kommentaren, die das Spiel rauf und runter gespielt haben. Ich weiß und ich weiß, dass das vielleicht manchmal triggert, wenn man Sachen tut, die man vielleicht, die man selbst vielleicht anders tun würde. Ja, gar keine Frage. Aber es wäre halt schon cool, wenn man vielleicht einfach auch so ein bisschen aus meiner Sicht das sieht. Und ich habe das Spiel halt noch nie gespielt. Und ja, ich habe das Let's Play vom Erik nebenbei laufen lassen. Ich habe es nicht aktiv geschaut. Ich habe es damals in der dritten Staffel, glaube ich, habe ich es nebenbei laufen lassen, wenn ich irgendwas am PC gemacht habe. Aber selber spielen ist halt doch immer noch mal was anderes. Ja, und was auch ganz wichtig ist, das ist nicht Eriks Let's Play, sondern ich bin hier auf meinem Kanal. So, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also, ne, wenn jemand halt der Spielstil, weiß ich nicht, von Erik vielleicht besser gefallen hat oder so, ist überhaupt kein Problem. Dann kann man gerne da gucken gehen. Aber, ne? Ich denke, die meisten wissen, was ich meine. Und die sich angesprochen fühlen sollen, fühlen sich jetzt sowieso nicht angesprochen, ich weiß. Dementsprechend, ja. Passt das schon. So, ich stell das Ding mal hier hin. Wunderbar. Ja, den kann man ruhig hier hinstellen, glaube ich, ne? Sollte eigentlich kein Problem sein. Perfekt. Okay. Geil. Hatten wir hier eigentlich... Oh ja, wir haben ganz viel Wasser. Guck mal. Nice. Das bringt uns natürlich noch lange nichts zu essen. Ich meine, wir könnten nochmal losziehen und gucken, ob wir vielleicht zufällig in irgendeinem Auto vielleicht was zu essen finden. Ansonsten müssen wir hungrig in die Nacht gehen. Das ist leider jetzt erstmal so. Ich meine, da vorne war irgendwo das Dingens. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen in diese Richtung hier und gucken, ob wir vielleicht... was zu essen finden? Was ist das da vorne denn? Ach, das ist die Ecke hier. Okay, dann sind wir hier. Gut, dann lass mal in diese Richtung laufen. Da vorne ist der andere Wohnwagen. Wie gesagt, wir gucken einfach mal,
Ob wir vielleicht ganz zufälligerweise noch ein Auto finden oder irgendwas. Wo wir vielleicht eine Tomatensuppe oder, keine Ahnung, irgendwas finden können. Da oben ist das Problem, da waren wir ja schon in die Richtung gewesen, das ist dieses Kaffeehaus, aber da sind halt Zombies drinne. Da möchte ich eigentlich ungern reingehen. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Wir könnten auch oben auf den Berg raufgehen, das bringt uns jetzt aber, glaube ich, erstmal nicht wirklich weiter. Wir schauen aber mal, ob wir da irgendwo ein Auto finden. Und einige haben ja auch gesagt, dass die Grafik so verwaschen aussieht. Ich weiß. Ich weiß aber nicht, was ich da machen kann. Also ich hatte wohl in den Steam-Foren gelesen, dass die jetzt die Grafik umgestellt haben, irgendwie von, ich glaube, auf Unreal Engine oder sowas, oder Unreal Engine 5 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dass es da wohl, ja, noch zu kleineren Problemen kommt. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich die Grafik da hinten zum Beispiel, dass die Bäume so komisch überbelichtet aussehen, wie ich das ändere. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wenn da irgendjemand einen Tipp hat oder sowas, habe ich ja schon mal in den Kommentaren, habe ich ja schon mal in der Folge gesagt, wenn da irgendjemand einen Tipp hat oder irgendwas weiß, warum das so ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, wir könnten die Butze da vorne auseinandernehmen oder wir gucken erstmal, was wir hier kriegen können. Ich nehme mal mein Messer in die Hand. Ich bin gefährlich. Ich hab ein Messer. So, hier haben wir erstmal eine Axt. Die nehmen wir natürlich mit. Das ist ein Wägelchen, ne? Ein Wägelchen, ja schön. Was ist das? Ach, das ist so ein... Okay. Aber ich glaube, sonst ist hier erstmal nichts. Kann man hier rein? Hello? Oh, ein Reifen. Oh, den würde ich ja schon gerne mitnehmen, ne? Oh, den Reifen würde ich ja schon gerne mitnehmen. Wir können den zu Hause gut gebrauchen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, gehen wir in das Haus da drüben oder lassen wir das lieber? Ich speichere mal. Also eigentlich müssten wir reingehen. Eigentlich müssten wir da rein. Sieht mir wieder so nach einem Haus aus. Lass mal den Reifen hier liegen. Das sieht mir wieder nach so einem Haus aus, was man auch perfekt nutzen könnten. Perfekt nutzen könnte. Eine Spraydose. Kann man das mitnehmen? Ah, das kann man auch wieder nur tragen. Okay, das ist wieder ein Farbdingens hier. Ja, das sieht mir wieder nach so einem Haus aus, was man eigentlich perfekt bewohnen könnte, ne? Oh, Components, geil. Hä, warum? Ach, ich drücke immer F. Mann, wie doof. So. Und dann nehmen wir die Spraydose hier auch mit. Manchmal, ne? Manchmal. So, komm, wir wollen nur eine Kleinigkeit zu essen haben, dann sind wir hier auch schon wieder raus. Also im Haus. Da sehe ich schon Scrap liegen. Hier ist irgendwas verbrannt. Ja, natürlich. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die KI nicht so schlau ist. Oh, das sind mehrere. Okay, hier werden wir wahrscheinlich nicht fündig werden. Ich würde sagen, ich hoffe, dass die KI nicht so schlau ist. Und hier sofort rausgerannt kommt. Aber so wie ihr wohl schon in die Kommentare geschrieben habt, reagieren die wohl nicht auf Schritte. Was natürlich schon ziemlich nice ist. Hier ist eine Autobatterie, okay. Will ich aber ja nicht. Ich möchte keine Autobatterie. Das Auto könnte man theoretisch vielleicht sogar reparieren. Mit dem Vehicle Part. Hier ist nichts zu essen. Boah, das ist echt krass. Sag mal, haben wir einfach nur Pech oder... Ein ATV-Wheel, das brauchen wir. Scheiß mal auf das andere Rad, das brauchen wir nicht. Also entweder findet man hier allgemein wenig zu essen oder wir haben einfach nur echt Pech. Aber irgendwie ist hier wirklich fast gar nichts. Ja, wir müssen, es nützt gar nichts. Wir müssen in diese, wir müssen in diese Dingens, in diese... Na, sag schon. In dieser Hunting Area. Wir müssen jagen gehen. Das hat gar keinen Sinn. Das Problem ist, wir gehen dann schlafen und haben dann tierischen Kohldampf. Ja, das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Ich glaube jetzt gerade absichtlich mal hier oben lang, um mal zu gucken, was es hier vielleicht noch gibt. Vielleicht, wie gesagt, ein Auto oder keine Ahnung, irgendwas.
Speichere aber nochmal. Aber es sieht mir jetzt fürs Erste nicht wirklich danach aus. Je, hier ist nochmal eine Straße. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Krass, scheiße. Laufen wir weiter in diese Richtung. Gucken, wir dürfen halt nur nicht unser Zuhause aus den Augen verlieren. Oh, da ist auch irgendwas Dickes. Ach du Heilige. Okay, da vorne sind NPCs. Da vorne sind NPCs, das ist nicht so gut. Da sollten wir erstmal nicht hingehen. Das könnte, glaube ich, Ärger geben. Aber krass, dass hier einfach mal direkt in unserer Nachbarschaft so ein fettes NPC-Dorf ist. Ach du Heilige. Ja, nicht so geil. Will man, glaube ich, nicht unbedingt in der Nachbarschaft haben, die Herrschaften, oder? Ja, okay, komm, wir laufen nach Hause. Es wird langsam dunkel, das hat ja gar keinen Sinn. Ich sag mal, mit Hunger kann man, glaube ich, ein bisschen leben. Beste Laterne. Mit Hunger kann man, glaube ich, ein bisschen leben. Ich glaube, trinken wäre schlechter. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Also entweder müssen wir mehr auf Loot-Tour gehen oder halt wirklich... Was war das? The Branch. Oder ein Branch. Ist doch scheiße. Nimm mal ein paar Beeren oder so, weißt du? Da liegt eine Kackfeder oben. Ja. Also gut zu wissen, da vorne sind NPCs. Und da vorne ist unsere Putze. Ich meine, wir könnten halt auch angeln, ne? Wir könnten mal schauen, wie man sich so eine Angel zusammenknötert vielleicht. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Könnten wir ein bisschen vor uns hin angeln. Das würde auch gehen. Ich meine, wir haben direkt einen Angelteich um die Ecke. Wir können ja gleich mal schauen, was man braucht, um so eine Angel zusammen zu basteln. Jetzt packen wir erstmal den Reifen an dieses ATV hier. Proceed. Let's go. Konschnei-Stecke. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bam. Okay. Also alles, was wir jetzt eigentlich nur bräuchten, sind weitere Reifen. Na komm. Keine Ahnung, was da drin ist. Ah, ein Woodscrap. Hammermäßig. Ich überlege gerade, ob wir es noch schaffen, das Holz zu holen. Wann wird es denn dunkel? Oh nein. Hilfe. Wird das um 18 Uhr dunkel in-game? Oh, wir schaffen das noch. Ich meine, Stamina ist sowieso gleich richtig fett im Arsch. Das ist eh klar. Aber wir gehen uns mal noch schnell unsere Holzvorräte holen. Und das war man natürlich mit purer handwerklicher Kraft. Autos, das ist was für neu, moderne Leute. Wir machen das natürlich mit unserem Auto, mit unserer puren Manneskraft. Okay, komm, wir hauen mal schnell die Stöcke da drauf. Carry, 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 carry. Und store, 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 store. Und carry, carry, carry. Und store, 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 store. So. Und mitnehmen den Lachs. Auf geht's. Das Ding nehmen wir mit in die neue Heimat, nicht? Guck mal, wir sind so stark mittlerweile, wir können einfach durchrennen. Also kein Problem. Los geht das. Aber wisst ihr, was ihr mal in den Kommentaren für eine Frage beantworten könnt? Bitte, wenn es geht, ohne zu spoilern. Hat das Spiel ein Ziel? Also gibt es hier schon ein Ende oder ist das, weil es halt noch Early Access ist, gibt es hier noch kein Ende? Ist es mehr oder weniger erstmal nur Sandbox und man versucht halt einfach zu überleben? Gibt es hier ein Ende in dem Spiel? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, bitte nicht spoilern oder so, sondern einfach nochmal sagen, ob das Game quasi im Moment ein Ziel hat oder eher nicht. Einfach nur, damit ich das schon mal im Hinterkopf habe. Pass auf, ich pack mal hier rückwärts ein. So. Sehr gut.
Wunderbar. Dann können wir uns gleich schon mal ein paar Logs mitnehmen. Take, take, take. Und packen das mal hier rein. Guten Tag. Ach, guck mal, ein bisschen Licht haben wir jetzt sogar auch schon. Perfekt. Throw, throw, throw. Was ist denn das jetzt? Ah. Okay. Cool. Dann gib mich mal die Säge. Die Racks packen wir. Das sind eigentlich. Das sind schon Crafting-Materialien, oder? Theoretisch gesehen. Scrap? Wo haben wir denn Scrap hin? Ich glaube, hier noch drin, oder? Irgendwo. Ah, ja. Genau. Da haben wir auch noch die ganzen anderen Racks. Die können wir auch mal mit rübernehmen. Zack, das packen wir mal alles hier rein. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Da, ja. Da wir hier schon relativ viel von haben, packen wir das einfach mal hier rein. Warte, hier haben wir auch noch welche. Alter, haben wir viel von den Dingern. Kann man bestimmt kann man die für irgendwas gebrauchen, oder? Boah, wir werden wahrscheinlich die ganze Nacht gar nicht durchpennen können. Das ist echt... Boah, scheiße. Wenn wir so einen scheiß Hunger haben. Ich meine, ganz ehrlich, am Ende des Tages, ansonsten müssen wir halt irgendein... Ansonsten müssen wir die beiden NPCs überfallen oder so. Abspeichern, Waffe rein und gib ihm. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die werden wahrscheinlich eine Menge Schaden machen, ne? Ich denke nicht, dass sie so easy peasy zu besiegen sind. Auf der anderen Seite... wissen wir das natürlich erst, wenn wir es ausprobiert haben, ne? So, wir machen mal ein paar Logs. Dann vergeht wenigstens noch ein bisschen Zeit. Auch wenn das wahrscheinlich dann... Ja. Ja, schauen wir mal. Das ist halt, wie es ist, ne? Da machst du nichts. So. Boah, ist das dunkel hier drin. Holy shit. Hä? Eine fehlt. Ach, hier. So. Und dann einmal bitte die beiden Dingens hier. Können wir erstmal ausmachen. Brauchen wir nicht. Glaube ich. Wo haben wir sie denn? Hier die beiden. Und dann brauchen wir noch ein paar... hiervon. Reicht das? Ah jo, perfekt. Upgrade. Nice. Let's do the upgrade. This is great. This is very good. That's so nice. Come on. Perfekt. Fürs zweite Mal brauchen wir 4 von den Dingern, eine komische Box und 15 Scraps. Holy smokes. Was können wir Neues machen? Oh, wir können jetzt einen Lockpick bauen. Wir können einen Animal Trap bauen. Used for trapping small animals such as rats or rabbits, abating her for installing the trap. Und wir können ein Carjack-Device bauen. Okay. Hier können wir einen Recurve-Bogen jetzt bauen. Okay. Ah, und hier ist dieses Ding, was wir brauchen. Okay, das können wir uns dann morgen craften. Wandlicht, hier können wir ein Schild bauen und wir können eine Säge bauen. Okay. Cool, also haben wir schon mal ein paar Sachen neu jetzt sozusagen drin. Wir haben... Okay. Ich pack mal gerade... Wo haben wir die Sachen jetzt hin eigentlich? Hier, ne? Machen wir das einfach mal so. Die Dinger nehmen wir auch nochmal raus. Und packen die mit hier rein. Perfekt. Und ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, schlafen gehen. Wir werden, wie gesagt, nicht lange schlafen können, schätze ich mal, weil wir werden tierischen Durst haben. Wir trinken jetzt erstmal until we have enough. Und dann werden wir das Ding nochmal voll machen. Hier, take. Mach mal voll den Logs, ne? Wunderbar, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Schnell, schnell, schnell. Los, keine Aufmerksamkeit. Okay, ist halt sehr dunkel hier, ne? Ist halt leider sehr, sehr dunkel. Aber das macht nichts. Hey, warte mal, wo war denn das Schlafzimmer? Ich bin neu hier in dem Haus, tut mir leid. Ach, hier, guck mal. Ah, schön. Toll. Ist da was drin? Ich meine, es ist schon ein geiles Haus, ne? Aber hier ist halt wirklich gar nichts in den Schubladen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen Loot findet. Auf der anderen Seite kratzt da halt hier auch wirklich eine Menge Stau, ne? Man will sich jetzt nicht beschweren. Aber so ein bisschen Stuff wäre schon nice gewesen, muss ich sagen. So, wir werden genau jetzt tierischen Hunger haben.
Ach du Scheiße, was für ein Kackwetter da draußen. Oh Gott. Das ist doch das perfekte Wetter, um auf einen Jagdausflug zu gehen, oder nicht? Scheiße. Oh no, was für ein Shitwetter da draußen. Da bleibt man am besten zu Hause, nicht? Machst du nix. Ja, am Computer ein bisschen zocken. Let's Plays aufnehmen. Schmutzige Filmchen gucken. Ich weiß halt nicht, wie ist das, wenn jetzt so ein Wetter ist? Laufen dann die Zombies draußen rum? Wird das hier im Game quasi wie Nacht gewertet? Das frage ich mich halt, ne? Kann ich euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich gucke hier nochmal jedes Dings durch. Vielleicht haben wir hier doch irgendeine Kleinigkeit zu essen drin. Oh, hier kannst du halt so viel Essen stauen, ne? Holy shit. Ich glaube... Nee, hier ist nichts drin. Hier im Herd vielleicht? Im Mülleimer? Nee, auch nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir nächste Folge, bauen wir uns so ein, bauen wir uns so ein Dingens zusammen, so ein, wie nennt man das? So ein Ding, wo man die Pfeile reintun kann. Wie heißt das Teil nochmal? Köcher. Ein Köcher nennt man das. Ein Köcher. Den bauen wir uns und dann schauen wir mal, ob wir so langsam vielleicht mal Richtung Jagdgebiet marschieren und auf dem Weg vielleicht irgendeine Kleinigkeit zu essen finden. Das wäre gut, weil, ja, wir haben sehr viel Hunger. Oh, no pet in range. Ah, wenn wir ein Haustier haben, cool. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. War eine kleine Filler-Folge heute, mehr oder weniger. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Sind nochmal ein bisschen rumgelaufen. Immerhin haben wir schon mal einen Reifen für unseren ATV gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Also nicht ganz so viel Progress wie in den letzten zwei, drei Folgen. Aber immerhin ein bisschen was. Weil wir haben die Werkbank geupgradet. Das ist eigentlich auch noch okay, ne? Wir haben die Werkbank geupgradet. Wir können uns jetzt einen Curve-Bogen bauen. Nächste Folge gehen wir ein bisschen jagen und gucken mal, dass wir unser Essensgame endlich mal upen. Nachdem wir Wasser ja schon ganz gut hinbekommen haben, brauchen wir jetzt was zu futtern. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, ich sage das viel zu selten, dann lasst gerne ein Däumchen da. Ne? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, schaut dann nachher beim Stream vorbei und schreibt in den Chat, hallo, ich komme aus der Folge. Dankeschön. Und wenn ihr Bock habt, bis morgen. Macht's gut.